Ja, hi, da bin ich doch schon wieder schneller als ich dachte, weil da ist nämlich auf dem Rückweg ein Zombie, der irgendwie böse ist. Aua. Boom. Und ich habe keine Ahnung. Sehe ich eigentlich die Lebensenergie von dem? Nö, war? Doch, sehe ich. Ach du Scheiße. What? Nein. Hör mal auf. Okay. Was abgeschlossen? Abgeschossen. Oh Gott. Hilfe. Ach so, ich kann einfach weitermachen, nur noch dann. Ich kümmere mich einfach darum, die kleinen Zombies zu fressen. Während der Baumstamm, ich glaube, so ist es auch gedacht, ich kümmere mich einfach um die Ads und er macht hier... Ich sollte aber weiter weg von ihm bleiben, damit er mich nicht andauernd kriegt. Weil der macht nämlich so eine Art, nennen wir es einfach Kettenblitz. Kann ich auch irgendwie jemanden heilen? Ich weiß nicht mal, was das ist. Was habe ich da getan? Ich habe da ein Stück Gras hingesetzt. Wow. Guck mal. Ich guck mal, was passiert, wenn ich ihm das vor die Füße setze. Guck mal. Willst du auch Gras? Hm, guckst du, hast du Gras? Keine Ahnung, ich weiß nicht, Hallo, ich will dir auch Schaden machen. Njam, 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 njam. Mm, lecker, großer Zombie. Hm. Wieso auch immer das jetzt sollte. Knorri ist froh. Du bist sicher mit Knorri zurückgekehrt. Knorri hat Dave Broddy 1000 die Pläne ausgehändigt. Er ist unsere einzige Hoffnung. Knorri wird sich jetzt verstecken. Du kannst dich gar nicht verstecken, ey. Wobei, er setzt sich einfach einen Busch auf den Kopf und dann ist er versteckt. Tschüss, Knorri. Yeah, Auftrag erfüllt. So, nö? Also, wir sprechen auf jeden Fall nochmal mit dem Dave-Bot. Es ist auch so geil. Begrüßung 32 abspielen. Ja. Ja. Guck mal, der hat sogar ein Namensschild. Das finde ich witzig. Sei gegrüßt, du siehst mental fit aus. Ja. Geheimplansuche. Spezialkommando, Reise zur Knocheninsel und Berge, die Geheimplansuche. Okay. Na gut. Zeitfähigkeit 2 unter Beweis zu stellen. Insbesondere die Fähigkeit, Sand aus Schuhen zu klopfen. Kann ich gut. Deppy Dave hat seinen Masterplan, wie der Dr. Zomboss besiegen will, auf die Innenseite einer Schuhseine. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, so, hä, ist doch grammatisch völlig im Arsch. Aber ja, auf die Innenseite seiner Schuhe gekritzelt. Aber dann wurden seine Schuhe nass. Oh je. Also hängt er sie zum Trocknen beim Vulkan auf der Knocheninsel auf. Eine strategisch unkluge Entscheidung. Jetzt haben die Zombies seine Schuhe geklaut und wir brauchen sie zurück. Geil, beschäftigt aussehen, Modus aktivieren. Ja, bring den Sand. Cool. Nein, ich will Schuhe klauen, ey. So, ich nehme jetzt allerdings einen anderen Charakter. Weil irgendwie, also mir fehlt auch ein bisschen die Heilung, muss ich ehrlich gestehen. Guck mal. Ach, den kann ich bestimmt. Hm. Helden-Special. Willkommen im Helden-Special. Helden-Charaktere sind eine Woche lang erhältlich und unbegrenzt spielbar. Ja, cool. Schau regelmäßig vorbei und probiere neue Charaktere aus. Ich würde sagen, wir nehmen die dann einfach mal. Gefällt mir. Boom, wir sind jetzt nämlich eine Seuchenkanone. Und ich würde sagen, ich kann hier pflanzen. Ah, oh, cool. Was beschwöre Verbündete in Einzelspieler-Kommandomissionen. Wähle aus allen freigeschalteten Charakteren aus. Wechsle blitzschnell den Charakter. Ach so, ich kann hin und her wechseln. Oh Gott. Pflanze den Garten, bevor er eintrifft. Ja. So viel kann ich gar nicht machen. Dann ziehen wir da den nächsten Held. Auch nur... Nur der? Nee, ich wollte gerade sagen. Ich brauche nämlich auch noch eine Sonnenblume.
Weil, für Heilung und so. Und, mal gucken, was wir noch so haben. Den habe ich selber. Meist geht kein Kampf aus dem Weg. Wenn Zombie-Boss in der Nähe sind, stürzt er sich zuerst auf sie. Ja, cool. Das finde ich gut. Cool. Ach, da kann ich ja noch einen einpflanzen. Ja, nice. Der sieht irgendwie größer aus. Ach, hier. Okay. Was ist das? Lass uns ein paar Verteidigungspflanzen ziehen. Okay. Welle in 1. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar... Ja, genau, sag ich ja. Also ich muss hier auch so ein bisschen rumlaufen und diverse Pflanzen sozusagen einpflanzen. Ich finde es tatsächlich interessant, wie gesagt. Ich weiß auch nicht, was die anderen da so tun. Weil ich glaube, die machen einfach nichts. Die rennen da sinnlos durch die Gegend. Aber gut, dann sollen die einfach mal kämpfen und ich werde mich hier darum kümmern, dass ich hier irgendwelche Sachen einpflanze. Ich weiß nicht mal, aus welcher Richtung sie kommen. Aus der Richtung. Es war da vielleicht unklug, ach, hier ist noch eine. Cool! Komm, wir werden noch hier eine Maschinenpistole pflanzen. Da ist noch was. Das heißt, ich kann hier auch noch eine Maschinenpistole pflanzen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie gefallen mir die ehrlich besser. Und dann halten die vielleicht eventuell auch noch so ein bisschen länger. Und ja, mal gucken. Ah, guck mal hier. Der ist ein bisschen weiter vorne. Hier würde ich sagen, pflanzen wir eine normale. Um das einfach ein wenig strategisch zu versuchen. Also die anderen machen auf jeden Fall doch ihre Arbeit. Und irgendwie haben sie, glaube ich... Ja, die haben die ganze Arbeit schon alleine gemacht. Cool. Ja, nice. So muss das sein. Ich suche hier nämlich immer noch nach eventuell günstig gelegenen Hütten. Ist das? Nichts weiter. Ich glaube, ich sollte hier nicht reingehen. Ja, wer weiß. Immerhin werde ich draußen gebraucht. Boom, boom. Oh. Yeah, cool. Ey, das macht voll Spaß. Das ist voll gut. Das ist richtig gut. So, hier kann ich auf jeden Fall noch eine Pflanze. Juhu. Boom. Ja, komm, spring da hoch. Spring da hoch. Hier noch eine. Cool. Und vielleicht habe ich hier oben noch irgendwo einen Pott. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Also ich muss sagen, so an sich finde ich das Spiel ganz cool. Auch wenn ich hier eher mir an der Verteidigung arbeiten muss. Logischerweise, weil ich habe ja nur Computergegner. Und da die ganze Zeit nur angreifen, bleibt mir nichts anderes übrig. Aber, Leute, ich werde euch beschützen. Ich werde euch beschützen. Ja, komm, ich kämpfe mit. Ach so. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Aber ja. Boom. Yeah, cool. Ey, das ist voll cool. Das ist so ein bisschen Shooter-mäßig gemacht. Vielleicht nicht so unbedingt ganz extrem was für mich, aber jetzt auch gar nicht so unüblich. Also auch gar nicht so schlecht. Ja, sie heilt mich. Zombie? Ja. Ich laufe einfach den anderen hinterher. Ach, die gehen doch in die Höhle rein. Ja, cool. Boom. Ich habe auch ehrlich... Echt keinen Plan, was ich hier überhaupt mache, ey. Perfekte Welle. Das ist die perfekte Welle. Ach ja, Welle 4 in ein paar Sekunden. Dann haben wir nämlich auch die zweite Auftragsmission. Das ist der was? Gargantua. Okay. Auftragsboss. Yeah. Okay. Ich habe Angst. Habe ich jetzt zu Recht Angst? Warum seid ihr denn alle weg, ey? Yeah, ich schieße euch ab und ihr könnt mir gar nichts. Nein, haut ab. Geht weg, weg, weg. Cool, wo schießt du hin? Wo ist hier ein Zombie da? Ich finde es voll lustig. Also ich muss sagen, am Anfang war das so ein bisschen unübersichtlich, aber wenn man sich so ein bisschen reingearbeitet hat, dann ist es tatsächlich echt cool. Auch wenn ich mich da jetzt schon wieder wiederhole. Oh.
Ich weiß nur nicht, was ich für Fähigkeiten habe. Nice. Nice. Genau richtig den Helm aufgesetzt. Geil. Boah, was? Das ist ja eine geile Fähigkeit. Das ist voll cool. Oh mein Gott, was ist das? Ihr seid das. Ja, cool, ne? Hab ich geschafft. Ja, nice. Also das ist übrigens so, glaube ich, eher ein Spiel, was man nicht alleine spielen sollte, sondern zu zweit. Ich glaube, das andere war Tempo. Das heißt, ich werde vielleicht, wenn ihr Bock habt, werde ich mal Zero fragen, ob er Bock dazu hat, mit mir das zu spielen. Und vielleicht könnten wir das hinkriegen, dass ja, wir das zusammen für euch mal machen. 5000 Silbermünzen. Ja, nice. Schon nicht schlecht, muss ich ja mal sagen. So, da sind wir wieder in unserer Heimat. Es ist dunkel mittlerweile. Okay. Gruppenanführer, ja genau, logisch. Logisch. Ich suche mal eben kurz die Werkstatt auf, damit ich mir eventuell eine neue Mission angeln kann. Damit wir nämlich noch, ja, in den letzten 10 Minuten dieser Folge vielleicht sogar noch was reißen können. Das wäre nämlich ziemlich cool. So, die Flagge der Macht. Hier ist die Flagge der Macht, damit wir sehen, wie mächtig sie wirklich ist. Okay. Ja, dann. Aus den Geheimplanschuhen geht Daves neueste Idee hervor, eine Flagge unvorstellbarer Macht aus seiner alten Hose zu basteln. Ja. Diese Flagge könnte Armeen noch mächtiger machen und ihnen einen unglaublichen Kampfvorteil verschaffen. Du wurdest aus einer ellenlangen Liste von Möchtegern-Lieferagenten ausgewählt, um die Flagge zu testen. Ich hoffe, da ist kein Pupsgeruch drin. Deppy Dave will herausfinden, wie mächtig die Flagge sein wird. Also ich würde sagen, so eine Flagge aus einer alten Hose ist nur deswegen mächtig, wenn man sie, ne, und so weiter. Je mehr sie stinkt, desto mächtiger fallen die Zombies um. Stelle sie in der Mitte des Feldes auf. Davebot 3000 analysiert die Daten aus sicherer Distanz. Ich würde, was? Freundschaftsnachschubkiste. Oh, cool. Ja, nice. Ja. Finde ich gut. Hätte ich gerne. Mal gucken, was. Ich bin gespannt, was da so drin ist. Boom. Hallo, aufmachen. Aufmachen. Keine Ahnung. Ey! Der schießt auf mich. Ey, du Volltrottel. Es ist so geil, so ein Zombie in einem Sarg drin, ey. Keine Ahnung, also irgendwie habe ich hier jetzt nicht gesehen, was in der Kiste drin sein sollte. Also wenn ihr es gesehen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, während ich hier die Flagge hisse. Flagge der Macht. Die Flagge der Macht macht dich mächtig. Wird die Flagge nicht verteidigt, fällt sie und du verlierst. Brich Nachschubkisten auf, um KI-Helfer zu erhalten. Okay. Na dann. Wir müssen sie aufhalten. Nein, ihr kriegt meine Flagge nicht. Das könnt ihr total vergessen. Oh, guck mal hier. Wir setzen da so eine Erbsenkanone hin. Aua. Hilfe. Und hier, weiß ich gar nicht, was ziehe ich da hin? Komm, da setzen wir eine Sonnenblume hin. Hallo, könnt ihr mir mal helfen, bitte? Hilfe, Leute. So, und hier setze ich noch eine Sonnenblume hin. Einfach, weil ich nichts anderes machen kann. Und ich weiß, dass normalerweise, also jetzt in dem alten Plants vs. Zombies, ist es so, dass je mehr Sonnenblumen, also die produzieren diese Sonnenenergie, und dann kann man halt dementsprechend neue Pflanzen ziehen. Aber irgendwie bis jetzt noch nicht. Gut, dann nicht. Oh, nein! Ey. Also ja, es hört mir, es ist natürlich blöd, dass ihr jetzt meine Maus die ganze Zeit hört.
Die ist unheimlich laut. Also kauft euch niemals eine Maus von Razer. Man denkt so, ja, eine Gaming-Maus, die ist bestimmt toll. Fühlt sich auch, also so in der Hand, man kann perfekt damit spielen, aber wenn man überlegt, ja, ich habe ja auch von Zero sein altes Razer-Mikrofon bekommen. Und was das angeht, kann ich nicht verstehen, dass die Maus dann so laut ist, dass man sie jedes Mal trotz allem durchs Mikro hört. Ich hätte vermutet, dass sie ihre ganze Hardware aufeinander aufeinander abstimmen. Aber gut. Boom! Bam! Was? Braunmäntel besiegt. Ja, cool. Hier, guck mal. Oh, so viel Gold! So viel Gold, so viel Gold. Meine Zombie-Piraten werden dein Ende sein. Nein! Niemals. Oh oh. Oh mein Gott! Die schießen mich ab. Ach, das ist Heilung. Ah, deswegen konnte ich das die ganze Zeit nicht machen. Nein, du schießt mich nicht ab. Ich versuche so ein bisschen auszuweichen, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt endlich... Nö, kann ich nicht. Geht nicht. Komm zurück, Mann! Das geht doch nicht. Ich glaube fast wirklich, dass die mein Ende sein werden. So, jetzt reicht's mir. Hier, komm, ja? Boom! Ich bin die mörderische, was auch immer, Kanone. Geht mir aus den Augen! Ich bin tot. Boom. Ach nee, oh cool. Ey, ja. Bam. Wieso lese ich eigentlich immer abgeschlossen? Was? Und warum? Ich verstehe irgendwie noch nicht den Sinn, Auftrag verfehlt. Ja. Gut, Leute, ich würde sagen, das war ein Fail. Ein Fail, wie er im Buche steht. Ich habe keine Ahnung, wo diese Vorratskisten sein sollen. Aber ich werde es mir wahrscheinlich nochmal angucken. Einfach, weil, ja, wie gesagt, ich finde es cool. Ich bin froh, dass ich euch bespaßen durfte. Und ich würde sagen, wir sehen uns an einem anderen Tag mit einem anderen Spiel. Bis dann. Ciao.